Und heute sehen wir mal wieder schnelle Action mit dem WZ-132, dem T8 Scout und Karte ist Klippe. 10er, 9er, 8er Gefecht und davon muss man sagen, von den 8ern gibt es gar nicht so viele. Also da hat er hier gar kein leichtes Los. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt, aber was ich so von den Werten her sehe, sieht es wirklich gut aus. Und er nimmt hier jetzt mal den schnellen Weg zusammen mit dem WZ-120, der auch verhältnismäßig sehr schnell ist. Unten entlang und wird da wahrscheinlich die Mitte hochfahren wollen. Da ist gleich der T49. T49 nimmt er den 120 aufs Rohr. Aber der Schaden war noch überschaubar. Die Grille 15 da hinten. Da kommt er scheinbar nicht drauf. Was macht er jetzt? Aha, jetzt fahre ich aufs Plateau. Okay. Man lernt immer neue Stellen teilweise in dem Spiel kennen. Das ist schon sehr lustig. Aber scheinbar findet er die selber gerade nicht so gut. Also entscheidet sich dann doch. Nee, die nehme ich nicht. Ich gucke mich mal hier um. Hier in der Mitte ist nichts zu sehen gerade. Leider, leider. Da ist jetzt die ersten Gegner. Da mit dem T44 kriegt er direkt was aufs Korn. Und der T44 hat jetzt natürlich das Problem, er will ja jetzt weiter hochfahren. Das heißt, er ist noch eine Zeit lang beschießbar. Und jetzt kommt dann auch der Centurion weiter vor. Den kettet er. Aber den kettet er so ungünstig, dass er selber nicht mal mehr draufkommt. Schade. Oh, was macht denn der E50 da hinten? Auch der gibt seine Kette mal kurz ab. Na? Centurion? Wird das noch was mit uns beiden? Ne, scheinbar will er nicht. Jetzt der T44, auf den kommt aber leider auch nicht drauf. Schade, der wäre nämlich im One-Shot-Bereich. Aber da kann er sich bemühen, wie er will. Er kommt nicht drauf. Und jetzt will er sich wohl mal umstellen und denkt sich, nee, da jetzt brauche ich eine neue Position. Da drüben ist ja einiges los. Also vielleicht fährt er jetzt hier mal den Hügel hoch. So, da hat er doch ein bisschen was. Ja, so ein Type 4 schwer ist zumindest nicht schwer zu treffen, weil er so groß ist. Und da kommt er schön drauf, zündet den jetzt auch an. Ja, und das macht natürlich, der Brandschaden macht da einiges. Scheinbar hat der Feuerlöscher ein bisschen gedauert, bis er den gefunden hat. Vielleicht ist die Mannschaft gerade irgendwie schon in Trinklaune. So, was ist da unten jetzt? Oh, T62A. Beide verschießen, beziehungsweise er durchschlägt nicht T62A. Und er zündet ihn auch wieder an. Gimme Tiger kettet ihn und macht hier ein bisschen Schaden, aber Gott sei Dank war das überschaubar. So, und ja, den nimmt er doch mal raus. Der denkt sich, so wenig Hitpoints, die nehme ich mit.
Ah, da muss er natürlich aber trotzdem immer noch ein bisschen gucken. Jetzt kommt aber der EN100, das heißt, der EN100, jo. Ich wollte sagen, der lenkt ihn ab. Aber ablenken ist dann doch ein bisschen untertrieben gewesen. Der hat ihn aber mal sowas von die Hitpoints weggenommen. So, jetzt probier das auch schon mit Premium, aber auch mit Premium. So ein ST ist wirklich unangenehm. Jetzt hat er hier aber einen schönen Winkel. Und der ST prallt an ihm ab. Ja, warum auch nicht? So, jetzt kommt der IS-7. Das heißt, jetzt konzentriert sich der ST auf den IS. Und er kann jetzt hier schön in die Seite reinballern. Und der Schaden, den er mir langsam anhäuft, wird wirklich extrem. Mit seinem 8er 3600 Schaden schon. Natürlich hat er hier jetzt den Vorteil, dass er von oben wirklich toll helfen kann. So, Premium-Munition ist gleich weg. Ja, nicht so ganz leicht hier mit dem Winkel. Aber funktioniert. Das klappt schon so. So, jetzt also mit Normalmunition wieder runter den Berg und Richtung EN100. Und wenn er einem so das Helmchen zeigt, dann gar kein Problem. Nochmal ein. Und ja, der WZ macht das Finale dann klar. Aber 4600 Schaden hat er. Und es wird einfach nicht weniger. So, FV ist natürlich ein absolutes Monster. Aber wenn er da jetzt hinten rankommt, der dreht nicht so schnell mit, da hat er gute Chancen, hier ordentlich Spaß zu haben. Und noch der Rheinmetall, da muss er aufpassen. So, aber jetzt ist er auf jeden Fall mal hinterhalb am FV. Der FV, der guckt jetzt nicht auf ihn, sondern nur auf den IS. Der Rheinmetall kommt da jetzt langsam hoch, aber ja, der hat jetzt den Jagdpanther rausgenommen. Er muss da jetzt gucken. Der kommt jetzt nämlich immer höher. Und, ah, sehr gut. Der T-57 Heavy nimmt da den Rheinmetall raus. Und er kann sich hier weiter austoben auf dem FV. Der FV hofft noch auf einen Hit, den er da an dem anderen anbringen kann. Er dreht sich erst gar nicht auf den WZ, weil er weiß, das macht eh keinen Sinn. Irgendwo, dann dreht er halt einfach Fahrer weg und dann war es das auch. Und jetzt nimmt er auch noch den mit. Super Sache. 6400 Schaden im 8er Light im 10er Gefecht. Wow. Das läuft einfach. Jetzt nimmt er die letzte Schuss seiner Premium-Munition. Und die klappt auch. Und jetzt ist nur noch eine Arti am Start. Aber die sollte eigentlich hier nichts mehr ausrichten können. Also wenn sie das Battle noch dreht gegen 6, dann muss ich sagen, hätte sie sich den Sieg unglaublich hart verdient. Aber ich glaube nicht. Sondern denke, die Arti wird jetzt gleich das Zeitliche segnen. Da ist sie schon. Treffer und wahrscheinlich nimmt seine Arti jetzt die raus. Ne, der T-57 Heavy macht da den letzten Kill klar. 6812 Schaden und dazu nochmal 2000 unterstützt. Und das als Low-Tier. Super feine Runde. Hat mir saumäßig Spaß gemacht und dementsprechend auch verdient Panzers und auch diese hohe XP-Anzahl. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie immer, Daumen da, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Alcaramba.